Kommen wir einmal zu den upcoming Earnings. Wir sind quasi so Ende dieser Earnings Season. Wir sehen noch ein paar Unternehmen, die vorlegen, darunter Costco, der Großhändler, wo man quasi nur mit Mitgliedschaft rein kann. Essentia, eine große oder mit die wertvollste Unternehmensberatung an der Börse. Aus Europa Carmex, ein Gebrauchtwagenhändler. Wir sehen Jefferies, die Investmentbank. Cintas, quasi ein Hersteller von Berufsbekleidung, insbesondere von Laborkitteln und Uniform. Micron Technology, ein Halbleiterhersteller, der sich auf Speicherlösungen konzentriert hat. Und AutoZone, der quasi Ersatzteile, Zubehör und Dienstleistungen für Fahrzeuge anbietet, also in dem Fall Reparatur. Man muss sagen, wir befinden uns gerade zwischen zwei Earnings Season. Mitte Oktober geht es dann los mit den Kreditinstituten, mit den Banken und weiteren Finanzdienstleistern. Deswegen weniger Impulse aus dem Unternehmenssektor. Blicken wir aber nochmal auf ein, zwei einzelne Aktien oder Upcoming Earnings. Einmal Costco als einer der größten Einzelhändler, Großhändler sind man in dem Fall in den USA. Da wird eine, Analysten gehen von einer positiven Entwicklung des Geschäftes aus, trotz Konsumflaute, trotz weiterhin hoher Inflation. Die Leute bzw. die Einkäufer wollen trotzdem weiterhin einkaufen. Sehen es hier ganz schön an der Charttechnik. Der Trend weiterhin positiv, er versteigert sich. Man hat hier Unterstützung von den rollierenden Indizes, rollierenden Durchschnitt meine ich natürlich. Und man bewegt sich so konstant vom Allzeithoch zu Allzeithoch. Und hat hier, wir sehen es, zwei ganz starke Unterstützungslinien. Es bleibt gespannt, wie die Zahlen performen, ob man quasi mit der Unterstützung neues Allzeithoch vielleicht erreicht oder ob man runterfällt. Das bleibt, wie gesagt, in der Zukunft. Dann Micron Technology, wie gesagt, ein Halbleiterwert, der sich auf Speicherlösungen spezialisiert hat. Wir haben ihn schon mal in der im Market Roundup oder beziehungsweise im Aktien Roundup besprochen. Hier ist man an einem relativ starken Scheidepunkt. Man hat hier ein All-Time-High erreicht, beziehungsweise ein lokales, ist so ein bisschen getrieben worden von der ganzen KI-Euphorie am Markt. Man konnte deutlich bei den letzten Quartalszahlen die Umsatz- und Gewinnerwartungen erfüllen oder deutlich sogar übertreffen und stellte diese extreme Nachfrage dar. Und man befindet sich hier gerade in einer auch V-förmigen Erholung mit einem relativ starken Widerstand. Sollte man den durchbrechen, könnte sich die Aktie hier positiv nach oben entwickeln. Allerdings sind durch den ganzen Abverkauf der Chipwerte in letzter Zeit die Trendfolgeindikatoren bzw. hier der MACD weiterhin deutlich negativ. Dann kommen wir noch ich habe es angesprochen, zur größten europäischen Unternehmensberatung, die sich insbesondere auf die Integration von KI-Technologie in Unternehmen konzentrieren. Wir sehen hier ganz schön diese V-Formation. Man hatte hier zwischenzeitlich ein All-Time-High erreicht, ist über diese Unterstützungslinie rübergegangen, ist dann quasi wieder runtergefallen, hat so ein bisschen die Quartalzahlen oder die Erwartungen an die Quartalzahlen nicht erfüllt. Deswegen gab es hier oder mehrfach diesen Rücksetzer. Man hat sich davon deutlich erholt, weil man zeigt, wie wichtig quasi KI ist und wie gut man da Unternehmen dabei helfen kann, die KI in ihre bestehenden Unternehmensprozesse zu integrieren. Dann hat man hier wieder auf der anderen Seite diesen Widerstand erreicht und geht hier in diese Untertassenformation rein. Und genau das zu Essential. Blicken wir noch einmal auf die Termine, die ja aktuell wegen der Zinsentwicklung besonders spannend sind. Wir sehen einmal die Inflationsrate, ich hatte es eben gerade angesprochen, in Japan für den August. Da wird keine weitere Steigerung der Preise angenommen, was natürlich dann auch möglicherweise in keiner weiteren Intervention der Notenbank in Japan mündet quasi. Am Donnerstag sehen wir dann noch das BIP in den USA. Da wird sich zeigen, wie stark ist die Wirtschaft möglicherweise abgekühlt oder nicht. Am Donnerstag haben wir dann noch die Arbeitslosenquote in Deutschland im September und zu guter Letzt noch ein Wirtschaftsdatum aus den USA, das Verbrauchervertrauen, wie stark die Bürger oder wie konsumlustig die Bürger am Ende sind. Hier sehen wir eine Steigerung von 69 auf 69,4, was für eine steigende Konsumlaune der Bürger spricht.
Blicken wir noch einmal auf die Termine der Woche. Am Donnerstag sind Tom und Dustin mit Toyota Motors dann, dem größten japanischen Autobauer. Hier ist die Frage, kann man weiterhin die Mobilitätsrevolution vorantreiben? Und wie sieht es generell bewertungstechnisch und kurstechnisch ums Unternehmen aus? Dann am Nachmittag gibt es quasi den letzten Wert in der Investmentwerkstatt. Japanische Konglomerate, Soho Shoshas gucken wir uns an, Einzelhandelsunternehmen, wenden darauf unser umfassendes Scoring an und dann haben wir quasi generell einen ganzen Branchenvergleich. Nächste Woche ist dann Dustin wieder dabei. Genau, das dahin. Vielen Dank und bis nächste Woche.